Partina Winsberg. So, ja, herzlichen Dank an Südwind und an die VHS Linz für die Einladung zu der Vortragsreihe und auch danke an die Stadträtin Eva Schobesberger für die herzliche Begrüßung und danke auch an Sie, dass Sie alle da sind heute Abend. Es freut mich wirklich sehr, dass wir uns einen Abend lang diesem Thema hier widmen können und auch, dass Südwind und die VHS das Thema Ernährungswende, wie es auch die Frau Stadträtin schon angesprochen hat, das einfach ein absolut aktuelles Thema ist, ohne dass wir die Klimawende nicht schaffen werden und auch eine soziale Wende nicht schaffen werden, dass das in einer Vortragsreihe thematisiert wird. Ich wurde eh schon ausführlich vorgestellt und auch unsere Organisation. Ich werde vielleicht nachher noch ein bisschen darauf eingehen, was FIRN macht und wie FIRN arbeitet. Vielleicht ganz kurz einen Überblick, was ich mir vorgenommen habe für heute, was Sie heute erwartet. Ich möchte ganz generell einen Einblick in das Recht auf Nahrung geben, das eben das Thema ist, dem FIRN sich dem wir uns in unserer Arbeit, in unserer jahrzehntelangen Arbeit widmen. Ganz grundsätzlich, was eben dieser menschenrechtsbasierte Zugang und der Blick auf Ernährung bedeutet, wer die Personen sind, deren Recht auf Nahrung verletzt wird. Und da ein kleiner Spoiler, es sind Kleinbauern und KleinbäuerInnen insbesondere. Und da auch ein bisschen mehr auf die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und die Bedeutung davon eingehen. Und wenn wir dann noch gut Zeit haben, dann möchte ich einen Einblick in ein Fallbeispiel geben aus unserer Fallarbeit bei FIRN, das, glaube ich, recht eindrücklich zeigt, warum die Arbeit so wichtig ist und ja, dann vielleicht auch ein paar Lösungswege aufzeigen oder auch gerne mit Ihnen diskutieren. Und ich freue mich vor allem auf die Diskussion dann im Anschluss. So, dann starte ich jetzt mal die PowerPoint-Präsentation. Wenn ich vielleicht ganz kurz ein Feedback bekommen könnte, ob das klappt. Passt perfekt. Wunderbar. So, wenn ich es jetzt noch schaffe, da weiterzugehen. Ja. Also. Unser Thema heute ist ja Menschenrechte und Arbeitsrechte im Ernährungssystem. Vielleicht ganz kurz, wenn wir von Ernährungssystem sprechen, was ist damit gemeint? Ernährungssystem ist wirklich allumfassend von der Produktion weg über die, also am Feld, über die Verarbeitung, über das Liefern, über den Handel hin zu uns nach Hause als Konsumenten und Konsumentinnen. Das ist eben ein allumfassender Begriff vom Ernährungssystem. Und unser Zugang bei FIRN auf das Ernährungssystem ist eben, dass wir sagen, Nahrung ist keine Ware, sondern Nahrung ist ein Menschenrecht. Und die Definition von Menschenrechten noch einmal ganz kurz uns gemeinsam in Erinnerung zu rufen. Die Menschenrechte sind angeboren und sie sind unteilbar. Das heißt, sie gelten für alle Menschen unabhängig von der Herkunft, von der Staatsangehörigkeit, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion oder dem Vermögen. Und man muss sich diese Menschenrechte nicht verdienen und man behält sie ein Leben lang unter allen Umständen. Und sie sichern jeden Menschen die Möglichkeit der Selbstbestimmung. Und gerade das Thema Selbstbestimmung ist, wie wir im Laufe des Abends noch genauer beleuchten werden, ein ganz wesentliches, wenn wir vom Menschenrecht auf Nahrung sprechen. FIRN ist eine Organisation, die eben mit Menschenrechten gegen Hunger kämpft. Wir sind eben im Einsatz dafür, dass alle Menschen frei von Hunger leben und sich eigenverantwortlich ernähren können. Wir sind eine internationale Menschenrechtsorganisation. Für das Recht auf Nahrung wurden 1986 in Heidelberg gegründet und 1989 im Mühlviertel. Wir sind weltweit in
über 50 Ländern aktiv und haben, so wie in Österreich, 19 nationale Vertretungen. Wir sind mit Beraterstatus auch auf der internationalen Ebene bei den Vereinten Nationen angedockt und sehen uns dort eben als Stimme der Zivilgesellschaft, insbesondere für Kleinbauern und Kleinbauerinnen und anderen Personen, die in ländlichen Bereichen arbeiten. Das Recht auf angemessene Ernährung ist als Menschenrecht verankert in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Artikel 3 und im Artikel 25. Es ist verankert im UN-Sozialpakt im Artikel 11. Und es ist auch in unterschiedlichen Konventionen verankert, in der UN-Kinderrechtskonvention, in der Frauenrechtskonvention, in der Afrikanischen Menschenrechtscharta. Das sind nur Beispiele dafür, wo das Recht auf angemessene Ernährung überall einfließt. Und was bedeutet das eigentlich, das Recht auf angemessene Ernährung? Die Definition des Sozialausschusses der Vereinten Nationen im Allgemeinen Kommentar Nummer 12 besagt, dass das Recht auf angemessene Nahrung dann verwirklicht ist, wenn jeder Mann, jede Frau und jedes Kind einzeln oder gemeinsam mit anderen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, besonders wenn wir dann auf kleinbäuerliche Rechte zu sprechen kommen, also wenn sie einzeln oder gemeinsam mit anderen jederzeit physisch und wirtschaftlich Zugang zu angemessener Nahrung oder Mitteln zu ihrer Beschaffung haben. Wenn wir von Menschenrechten sprechen, dann betrachten wir leider auf der anderen Seite auch immer die Verletzung von Menschenrechten. Und Hunger ist eine Menschenrechtsverletzung. Es ist eigentlich sogar die häufigste Menschenrechtsverletzung, die weltweit begangen wird. Weltweit hungern permanent nach aktuellen Zahlen 811 Millionen Menschen. Diese Zahlen sind auch in den letzten 6 Jahren wieder kontinuierlich angestiegen. Auch die Covid-Krise hat natürlich die bestehenden Ursachen von Hunger und Mangelernährung noch einmal verschärft. Und auf diese Ursachen werde ich gleich zu sprechen kommen. 80% der Hungernden im globalen Süden leben auf dem Land und 70% davon sind Frauen und Mädchen. Wege aus dieser Menschenrechtsverletzung heraus liegen insbesondere darin, dass man Gleichberechtigung schafft, dass man Meinungsfreiheit gewährleistet und auch politische Mitgestaltung sicherstellt. Das sind wichtige Bausteine in der Hungerbekämpfung. Die Ursachen von Hunger liegen nicht in erster Linie, so wie sehr häufig wahrgenommen wird, darin, dass akute Krisen einfach die Ernährungssicherheit beeinträchtigen. Ich habe erst heute wieder ein Interview gesehen mit dem Vorsitzenden der Welternährungsorganisation. Dort liegt der Fokus sehr stark auf durch Kriegssituationen oder durch Umweltkrisen verursachten Hunger. Das macht aber nur einen Teil der Hungernden aus. Da muss natürlich akut in der Situation geholfen werden. Was aber ganz dringend notwendig ist, ist langfristig die Strukturen zu verändern und die Diskriminierungen zu beseitigen, die strukturell Hunger- und Mangelernährung zugrunde liegen. Und da ist ein wichtiger Zugang der, dass wir sagen, dass die Personen nicht deshalb hungrig sind, weil zu wenig Nahrung da wäre. Das ist auch in den Feed the World, also in dem Dogma We Feed the World, in den Programmen, die da schon seit Jahrzehnten ausgerufen sind, aus unserer Sicht ein falscher Zugang, weil das Problem nicht darin liegt, dass nicht genug Nahrungsmittel
weltweit zur Verfügung wären. Das heißt, es braucht keine Produktionssteigerung, um den Hunger zu bekämpfen, sondern es ist eine Verteilungsfrage. Und die Frage ist, bei wem kommen einerseits die Lebensmittel an, wer entscheidet, was angebaut wird, wie es verteilt wird, wie es verkauft wird und was gegessen wird. Ich habe es vorhin gesagt, der Großteil der hungernden Personen lebt im globalen Süden am Land. Und der beratende Ausschuss des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen hat 5 Hauptursachen für die Diskriminierung von Landbevölkerung ausgemacht, die in Hunger und Mangelernährung fußen dann in weiterer Folge. Das sind in erster Linie Landraub, Vertreibungen und Umsiedlung. Ich werde euch nachher noch einen Fall, einen vierten Fall vorstellen, wo wir das uns genauer anschauen können. Das sind geschlechterspezifische Diskriminierung von Frauen, das Fehlen von Agrarreformen und Politiken für die ländliche Entwicklung, wobei da auch ganz wesentlich ist, dass nicht nur die Politiken an sich fehlen, sondern auch die Landbevölkerung wenig repräsentiert ist in den politischen Systemen und deswegen auch ihre Interessen sehr häufig außen vor bleiben. Ein weiterer Grund ist der Mangel an Mindestlöhnen und sozialer Sicherheit. Da kommen wir eben dann zu den Arbeitsrechten im Ernährungssystem und die Repression und Kriminalisierung von Menschen, Bewegungen oder Einzelpersonen, die für die Rechte der Landbevölkerung kämpfen. Ganz häufig haben wir es damit zu tun, dass beispielsweise Gewerkschaften brutal auch unterdrückt werden, wenn sie sich zum Beispiel für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen oder auch ihr Versammlungsrecht wahrnehmen wollen. Das Recht auf Nahrung zeichnet sich aus durch Verfügbarkeit, Zugang, Nachhaltigkeit und Qualität sowie kulturelle Angemessenheit. Das heißt, das Recht auf Nahrung ist nicht nur dann verwirklicht, wenn genug Kalorien zur Verfügung stehen, sondern das Recht auf Nahrung beinhaltet viel, viel mehr. Bei der Verfügbarkeit geht es um die direkte Verfügbarkeit über natürliche Ressourcen oder auch die indirekte Verfügbarkeit durch gut funktionierende Verteilungs-, Verarbeitungs- und Marktsysteme. Und das ist im industriell dominierten Ernährungssystem eines der Hauptprobleme, das auch zentral für die ländlichen Gruppen ist. Der Zugang und die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen wird ihnen zunehmend entzogen und das führt dann dazu, dass sie sich nicht mehr selbst angemessen ernähren können und damit ihr Recht auf Nahrung verletzt wird. Gerade diese Verfügbarkeit durch funktionierende Verteilungs- und Marktsysteme ist etwas, was wir während der Covid-Lockdowns ganz stark gesehen haben. Das ist auch in Österreich sehr stark zutage getreten, was da eigentlich für ein Ungleichgewicht herrscht. Supermärkte waren sehr bevorzugt in Österreich, wo aber zum Glück weitestgehend auch noch die Direktvermarktungsmöglichkeiten für Bauern und Bäuerinnen aufrechterhalten wurden und die Bauernmärkte jetzt nicht geschlossen haben, aber in sehr vielen Ländern des globalen Südens sind die kleinen Märkte, die oft die einzige Vermarktungsmöglichkeit für kleinere Produzentinnen sind, gesperrt worden und teilweise die Menschen auch mit Gewalt vom Militär daran gehindert worden, ihre Produkte zu verkaufen und damit ihr Einkommen zu sichern. Ja, wer ist im Ernährungssystem verantwortlich? Wer sind die AkteurInnen bei Menschenrechtsverletzungen beziehungsweise wenn es darum geht, das Recht auf Nahrung sicherzustellen, wer muss diese Menschenrechte schützen? Die zwei Hauptakteurinnen, das werden Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben, in dem Bereich sind auf der einen Seite Staaten oder auch Staatenverbände. Diese Staaten haben Pflichten und auf der anderen Seite spielen die Unternehmen eine sehr wichtige Rolle. Unternehmen haben Verantwortung, sie haben aber noch nicht
ausreichend durch die staatlichen Verpflichtungen, also aus den staatlichen Verpflichtungen resultierende rechtliche Rahmenbedingungen, die sie auch zur Verantwortung ziehen. Später werde ich da ein bisschen mehr dazu sagen. Die Staatenpflichten sind vor allem drei Punkte. Das heißt, Staaten müssen das Menschenrecht auf Nahrung respektieren. Das heißt, sie dürfen vorhandenen Zugang zu Land oder Wasser nicht durch ihre eigene Politik beschneiden. Sie müssen das Recht auf Nahrung schützen vor den Aktivitäten Dritter, beispielsweise eben privater Firmen, wenn die den Zugang zu natürlichen Ressourcen einschränken oder verhindern. Und die Staaten müssen das Menschenrecht auf Nahrung gewährleisten. Das heißt, sie müssen auch aktiv eine Verbesserung des Zugangs zu natürlichen Ressourcen für ländliche Armutsgruppen durchsetzen. All diesen Staatenpflichten kommen sehr viele Staaten sehr häufig nur mangelhaft nach. Und wir haben eigentlich überall in unserer Fallarbeit, wo wir eben mit von Menschenrechtsverletzungen Betroffenen arbeiten, eine Verletzung all dieser Pflichten. Ich habe es vorhin schon angesprochen, das industrielle Ernährungssystem ist eines der Kernprobleme oder eine der Hauptursachen, die eben zur Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung führt. Und demgegenüber steht die kleinbäuerliche Landwirtschaft. Und da haben wir ein massives Ungleichgewicht, bei dem einfach das industrielle Ernährungssystem auf Kosten kleinbäuerlicher Landwirtschaft immer größer wird und die kleinbäuerliche Landwirtschaft und die Personen, die diese eben betreiben, immer weiter in den Hintergrund gedrängt werden. Die Folgen von Agroindustrie, also von industrieller Landwirtschaft im globalen Süden, die eben auch sehr konzerndominiert ist, sind vielfältige negative Folgen. Das ist Landraub und die Vertreibung oder auch der Druck, das eigene Land zu ungerechten Preisen verkaufen zu müssen. Das erleben wir zurzeit ganz stark in Kambodscha, wo der finanzielle Druck von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen sehr hoch ist und dort auch Kreditvergaben dafür sorgen, dass die Kleinbauern und Kleinbäuerinnen ihr Land als Sicherheit sie nehmen Kredite auf, geben dann ihr Land als Sicherheit her, nehmen dann den nächsten Kredit auf, um ihr Land nicht hergeben zu müssen. Und so drehen sich dann die Spiralen immer weiter und auch Finanzinstitute sind da Treiber von Landraub. Das agroindustrielle Ernährungssystem führt zu einer Verschlechterung der Ernährungssituation im Allgemeinen und auch zu einer Abhängigkeit von internationalen Konzernen und vom Weltmarkt. Ganz häufig ist es so, dass Kleinbauern und Kleinbäuerinnen davon abhängig sind, das Saatgut von einem großen internationalen Konzern zu kaufen. Dieses Saatgut können sie dann nicht auf traditionelle Art und Weise vermehren. Das heißt, sie müssen jährlich neues Saatgut kaufen. Dieses Saatgut wird aber gleichzeitig, also die Konzerne, die zunehmend den Saatgutmarkt dominieren, sind gleichzeitig, wie es der Zufall so will, auch Chemieriesen. Das heißt, die entwickeln zum Saatgut zugleich Pestizide und Düngemittel, chemische, die verwendet werden müssen, damit das Saatgut überhaupt aufgeht. Das heißt, das steigert vielleicht kurzfristig die Produktion, treibt aber langfristig Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in massive Abhängigkeiten von diesen Konzernen und gefährdet natürlich durch den notwendigen Einsatz von Pestiziden und chemischen Düngemitteln auch unmittelbar die Gesundheit und laugt den Boden aus und zehrt eben die Lebensgrundlage aus und befeuert damit auch
den Klimawandel und ja, den Verlust von Boden und von Biodiversität. Die Frauen, ich habe es vorhin schon angesprochen, sind ganz besonders betroffen von den Folgen von Agrarindustrie. Der Zugang zu Land für Frauen verknappt sich weiter. Sie sind oft die Ersten, die enteignet werden oder sie bekommen unfruchtbares Land. Die massive Technisierung und Technologisierung erhöht auch die Dominanz der Männer in dem Bereich. Das heißt, ganz häufig, wenn es heißt, durch ein großes agrarindustrielles Projekt in einer Region werden Arbeitsplätze geschaffen, das ist ein häufiges Argument, dann ist es sehr oft so, dass von diesen Arbeitsplätzen, wenn überhaupt, dann die Männer in der Region profitieren und die Frauen ins Hintertreffen geraten. Die Agrochemie habe ich vorhin schon angesprochen, die schädigt die Angehörigen und die tägliche Arbeit wird zusätzlich erschwert. Es ist deswegen nicht verwunderlich, dass es von den Betroffenen sehr starken Widerstand gegen Agroindustrie gibt. Und dieser Widerstand gegen Agroindustrie ist eben auch ein Zugang, den wir als FIAN in unserer Fallarbeit und in unserem grundsätzlichen Zugang im Kampf für das Recht auf Nahrung sehr stärken, denn der hat positive Auswirkungen einerseits auf die Umwelt, das heißt die Biodiversität wird erhalten, die Nachhaltigkeit wird gefördert, es kommen in agrarökologischen landwirtschaftlichen Projekten keine chemischen Pflanzen- und Insektengifte und bodenschonende Verfahren zu tragen. Und das Ziel muss sein, nicht nur im Sinne der Menschenrechte, sondern eben auch im Sinne der Klimawende, die dringend notwendig ist, dass wir langfristige Fruchtbarkeit, Vielfalt, gesunde Agrarökosysteme haben. Und das ist eine sichere Lebensgrundlage für künftige Generationen und sichert auch für uns eine gesunde und natürliche Ernährung. Und die entspricht wieder dem Paradigma der Angemessenheit im Recht auf Nahrung. Denn das Recht auf Nahrung ist, wie ich vorhin gesagt habe, nicht nur dann verletzt, wenn man nicht ausreichend Kalorien hat, sondern das Recht auf Nahrung. Und das betrifft auch uns im globalen Norden, auch uns in Österreich. Das Recht auf Nahrung ist auch dann verletzt, wenn es keine angemessene Ernährung ist, sondern eben Ernährung, die mit Chemie behandelt wurde oder beispielsweise auch tierische Lebensmittel, die ja, mit allen möglichen Medikamenten hochgepusht werden, damit wir schnell möglichst viel Fleisch zur Verfügung haben. Auch das ist ein Nicht-Erfüllen zumindest des Menschenrechts auf Nahrung. Der Widerstand gegen das agrarindustrielle System und gegen die damit einhergehenden Menschenrechtsverletzungen bedeutet auch eine ganz wichtige Ermächtigung und hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Das Ziel ist Ernährungssouveränität, das heißt einfach, dass die Personen selber entscheiden, was sie produzieren und welche Nahrung sie zu sich nehmen. Und die Auswirkungen auf die Gesellschaft, eine Demokratisierung der Landwirtschaft mit Zugang für alle. Wir haben es vorhin gehört, das Recht auf Nahrung ist dann verwirklicht, wenn die Personen auch gemeinschaftlich jederzeit den Zugang zu angemessener Nahrung haben. Die Krisenresilienz wird auch verstärkt. Ernährungsunsicherheit ist auch natürlich ein Antreiber in Krisensituationen und sorgt auch für gewaltsame Auseinandersetzungen. Und der Wissenszuwachs durch Austausch und die Ermächtigung der Gemeinschaft ist sicherlich ein Gewinn für Gesellschaften.
Es gibt verschiedene Instrumente, die zu tragen kommen, wenn wir das Recht auf Nahrung durchsetzen. Und dafür kämpft FIAN gemeinsam mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass Ernährung tatsächlich als Menschenrecht oder als grundlegendes Recht auch entsprechend mit Instrumenten ausgestattet wird, dass eben nicht die Abhängigkeit von wohlwollenden Politikern und Politikerinnen die Grundlage für die Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung ist, sondern dass es tatsächlich Instrumente gibt, mit denen die Rechte durchgesetzt werden können oder auch die Menschenrechtsverletzungen dann geahndet werden können. Ein wesentliches Instrument und ein relativ neues Instrument dafür ist die UN-Erklärung für die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und anderen Personen, die in ländlichen Bereichen arbeiten. Das bedeutet, die gilt auch für FischerInnen, für LandarbeiterInnen. Und da reden wir nicht nur vom globalen Süden, sondern da geht es auch um die Männer und Frauen, die zur Spargelernte da zu uns nach Österreich kommen und dann eben immer wieder besonders in ihren Arbeitsrechten nicht ausreichend abgesichert sind. Und zu dieser UN-Erklärung für die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen haben wir ein kleines Erklärvideo gemacht. Und damit ich dann nicht die ganze Zeit nur vor einer PowerPoint zu euch spreche, würde ich vorschlagen, dass der Link jetzt in den Chat gepostet wird und ihr euch dieses Video alle direkt und unmittelbar anseht und dass wir uns in 4 Minuten wieder da treffen und dann geht es weiter mit dem Vortrag, wenn das für euch passt. So.
So, also nach meiner Zeit müsste es sich jetzt bei allen ausgegangen sein. Vielleicht kann mir jemand kurz ein Feedback geben oder im Chat, ob es für euch schon passt, dass wir weitermachen. Ja, passt, sehe ich da. Wunderbar. Also, ich hoffe, Sie haben mit diesem kleinen kurzen Erklärvideo einen Einblick und Überblick bekommen, was die UNTROP, das ist die Abkürzung für die UN-Erklärung für die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen und anderen Personen, die in ländlichen Gebieten arbeiten, bedeutet und warum es so ein wichtiges Instrument ist, insbesondere um eben die Rechte der ländlichen Bevölkerung zu stärken. Das Ziel war, bestehende Rechtsrahmen zusammenzuführen, auch normative Lücken zu füllen. Und die Herausforderung jetzt ist, diese UN-Erklärung auch auf die nationale Ebene herunterzubrechen und da auch dafür zu sorgen, dass nationale Gesetzgebung dementsprechend gestaltet wird. Österreich hat sich bei der Abstimmung enthalten, ist aber deswegen trotzdem nicht aus den Pflichten entlassen, sie umzusetzen und zu implementieren. Und das ist natürlich einer der Hebel, den wir gemeinsam mit anderen Organisationen auch in unserem politischen Lobbying ansetzen und ansetzen müssen, um sicherzustellen, dass die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen geschützt und gewährleistet und respektiert werden. Ich möchte auf einen Aspekt der UN-Erklärung ein bisschen konkreter anhand von einem Fallbeispiel eingehen. Es gibt für alle, die sich interessieren, auf unserer Webseite eine illustrierte Ausgabe dieser UN-Erklärung, in dem alle Artikel genau erläutert sind und interessanter aufbereitet als jetzt nur das blanke Papier. Ich habe den Link dazu gerade in den Chat gestellt. Ah, ich habe ihn nur an die Gudrun Glocker geschickt. So, hoppala. So. Und zwar möchte ich. Tina, kannst du die Präsentation nochmal umstellen auf groß wieder? Ja, eigentlich müsste das sein. Seht, Jetzt wie es. passt es wieder. Ja, okay, dann hat sie das automatisch umgeschalten. Und zwar möchte ich auf die Landrechte in der UNTROP näher eingehen. Anhand von dem, von einem Fall, den wir leider jetzt schon seit 20 Jahren betreuen, wo in Uganda kleinbäuerliche Familien vertrieben wurden für eine Kaffeeplantage. Die Landrechte und der Zugang zu Land und Landgrabbing ist eines der Hauptthemen, dem wir in unserer Arbeit leider immer wieder begegnen, weil es einfach einer der Vorgänge ist, der am häufigsten zur Verletzung des Menschenrechts auf Nahrung führt. Die Landrechte sind in der UNTROP auch festgehalten, und zwar erstmals richtig explizit, dass in einem menschenrechtlichen Instrument das Recht der Kleinbäuerinnen und anderer Personen in ländlichen Bereichen, deren Recht auf Land anerkannt wird. Das ist in Artikel 5 der Fall und in Artikel 17. Und ich habe ganz zu Anfang gesagt, dieser Punkt, dass die Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung nicht nur einzeln, sondern auch gemeinschaftlich gewährleistet werden muss, ist gerade für kleinbäuerliche ProduzentInnen wesentlich und dem wird auch in der UNTROP Rechnung getragen, denn dort wird auch die Anerkennung unterschiedlicher Modelle von Grundbesitzrechten festgehalten. Das heißt, die Vorstellung, wie wir sie haben, dass man das Land jemandem gehört und da gibt es ein Papier dazu, die ist
Das ist nicht überall dieselbe Vorstellung, sondern da gibt es ja häufig Gewohnheitsnutzungsrechte oder auch bei einigen indigenen Völkern, die einen ganz anderen Zugang zu Land haben und das gar nicht als Besitz von irgendjemandem betrachten, sondern sich ja als in einem Kontext mit der Natur sehen und deswegen das Land auch niemandem gehört, sondern ja, das ein zum Lebenskreislauf dazugehört. Und auch diese unterschiedlichen Modelle, denen wird in der UN-Erklärung Rechnung getragen. Ein Fall, in dem das Recht auf Land und weitere Menschenrechte massiv verletzt wurden, ist die Vertreibung von kleinbäuerlichen Familien in Mubende in Uganda. Also da haben wir noch einmal eine Definition von Landraub, aber ich möchte euch jetzt wirklich ganz konkret erzählen, was dort in Uganda passiert ist. Dort wurden am 18. August 2001 rund 4000 Personen von der ugandischen Armee vertrieben, und zwar gewaltsam. Es gab auch Fälle, in denen Personen verletzt wurden und in weiterer Folge auch durch diese Verletzungen verstorben sind. Und das Land wurde an die Kabari Coffee Plantation verpachtet. Und diese Kaffeeplantage ist eine 100%ige Tochterfirma der deutschen Neumann Kaffeegruppe. Es wurde alles zerstört bei dieser gewaltsamen Vertreibung und die Betroffenen sind bis heute massiven Hunger- und Mangelernährung ausgesetzt. Sie wurden bis heute nicht entschädigt. Sie haben weder finanzielle Wiedergutmachung für den erlittenen Schaden bekommen, noch haben sie neues Land bekommen, was ihnen ganz ursprünglich eigentlich natürlich versprochen wurde und was ihnen auch zusteht. Auch die UNDROP hält fest, dass der Staat verpflichtet ist, Personen wieder den Zugang zu Land zu gewährleisten, von dem sie unrechtmäßig vertrieben wurden. Und wir haben es im Fall der Kabari-Plantage mit einer unrechtmäßigen Vertreibung zu tun. Die Vertriebenen haben selbst die Madudu Group gegründet, um eben Widerstand gegen das erlittene Unrecht zu leisten. Und 2002 haben sie den Staat Uganda und die Neumann Kaffeegruppe angeklagt. Und FIAN hat sie seit Beginn an in ihrem Kampf unterstützt. Durch verschiedene Tools, die wir in unserer Arbeit nutzen. Wir haben diesen Zugang, dass wir einerseits für Information sorgen und andererseits durch Action eben auch Aktionen im öffentlichen Raum politische und mediale Aufmerksamkeit für diese Fälle erzeugen, damit das nicht im Geheimen geschehen kann. Die Vertreibungen haben nicht nur das Recht auf Nahrung verletzt, sondern da sieht man eben auch wieder die Zusammenhänge bei Menschenrechtsverletzungen. Wenn eine Menschenrechtsverletzung passiert, dann sind da ganz viele andere Menschenrechte davon betroffen. Das heißt, es ist selten, dass isoliert nur ein einziges Menschenrecht verletzt wird. In diesem Fall war es das Recht auf Nahrung, auf Wasser, auf Wohnen, auf Gesundheit, auf Bildung in weiterer Folge, auf Arbeit und angemessene Entlohnung, das verletzt wurde. Frauenrechte sind sehr stark verletzt, auch weiterhin durch die Marginalisierung und durch die prekäre Situation und diesen engen Raum sind die Vergewaltigungen leider auch massiv gestiegen und auch die Zahlen von Frauen oder grundsätzlich Personen aus dem Kreis, die mit die HIV infiziert sind. Das Recht auf kulturelle Identität und auch auf den Zugang zur Justiz ist in dem Fall massiv verletzt. Im März 2013 hat das Hohe Gericht in Kampala
erstmals nach 11 Jahren den Vertriebenen Entschädigungen zugesprochen. Allerdings war das ein sehr kritisch zu betrachtendes Urteil. Es war recht fragwürdig, weil eigentlich diejenigen, die diese Vertreibung vorangetrieben haben, nämlich der ugandische Staat und die Neumann-Café-Gruppe, beide nicht in Verantwortung genommen wurden, sondern die Rechtsanwälte des Unternehmens wurden zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Und da ist aus unserer Sicht weder die Pflicht des Staates, die Rechte der Bevölkerung zu respektieren und zu schützen, noch die Verantwortung der Neumann-Café-Gruppe dem ausreichend Rechnung getragen worden. Es haben dann diese Rechtsanwälte auch Berufung eingelegt und im Jahr 2015 wurde dieses Urteil komplett aufgehoben. Das heißt, die Vertriebenen sind unabhängig davon, dass dieses Urteil aus Menschenrechtsperspektive fragwürdig war, sind die Vertriebenen so oder so leider leer ausgegangen bis heute, aber sie haben noch immer weiter gekämpft. Ein positiver Meilenstein war im Juni 2015, da hat Fian den Sprecher der Vertriebenen, Peter Kaire-Baleke, in den UN-Sozialausschuss eingeladen. Das UN-Sozialausschuss befasst sich regelmäßig mit der Menschenrechtslage in unterschiedlichen Staaten. Und da war eben die Beschäftigung mit Uganda an der Reihe. Und dort konnte dann der Peter als Betroffener direkt von ihrer Perspektive erzählen und auch die Forderungen selbst formulieren. Und dass dieser selbstbestimmte Zugang ist etwas, was uns in der Arbeit bei Fian sehr wichtig ist und was einfach grundsätzlich auch im menschenrechtsbasierten Ansatz im Vordergrund steht. Das heißt, wir sprechen nicht über jemanden ohne sie, sondern es geht darum, dass die Betroffenen eine eigene Stimme haben und dass man auch Räume und Strukturen schafft, in denen sie diese Stimme selbst, sich selbst Gehör verschaffen können. Der UN-Sozialausschuss hat dann abschließende Empfehlungen insgesamt zur Menschenrechtslage an Uganda formuliert und in diesen Empfehlungen wurden auch die Forderungen der Vertriebenen aufgenommen und das war natürlich eine wesentliche Stärkung ihrer Position und die auch dann dafür gesorgt hat, dass ein bisschen Bewegung in den Fall gekommen ist. Peter Kaire-Baleke sagt selbst, unser Fall ist nur exemplarisch für viele Vertreibungen in Uganda. Man kann da ergänzen, dass es nicht nur in Uganda so ist, sondern wir erleben das quer über den ganzen Globus. Und er hat eben vor dem UN-Menschenrechtsausschuss damals auch schon gefordert, dass eine Konsequenz daraus sein muss, dass die Rechte von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen gestärkt werden. Was er auch gefordert hat, ist, dass das Handeln internationaler Unternehmen stärker kontrolliert werden muss. 2019 hat das Hohe Gericht dann eine Mediation zwischen den Klägerinnen und den Beklagten angeordnet, die dann wenig später auch stattgefunden hat. Und ein Resultat daraus war, dass die ugandische Regierung erstmals nach mehrmaligen Verhandlungen ein Entschädigungsangebot vorgelegt hat, was insofern ein kleiner Erfolg war, als dass die ugandische Regierung endlich einmal auch Verantwortung übernommen hat für diese Vertreibungen. Dieses Entschädigungsangebot war aber viel zu gering und vor allem es hat kein Land als Entschädigung beinhaltet. Das heißt, das waren zwar Kosten, die entschädigt wurden, aber ohne erneut Zugang zu Land zu haben, das sie selbst bestellen können, können sie ihr Recht auf Nahrung weiterhin nicht verwirklichen. Deswegen hat nur ein Teil der Vertriebenen gesagt, sie nehmen dieses Entschädigungsangebot an. Ein Teil hat aber gesagt, sie wollen weiterkämpfen. Die gewaltsame Vertreibung hat sich im August letzten Jahres zum 20. Mal gejährt. Von den 2019 zugesagten Entschädigungen ist bisher keine einzige
ausbezahlt worden, das Gerichtsverfahren, das ohnehin schon sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es nach allen Regeln der Kunst verschleppt wurde über Jahre hinweg, wird nach wie vor verzögert. Unter anderem ist da auch wieder Covid eine der Ausreden dafür. Die Menschenrechtskämpferinnen sind Repressionen ausgesetzt. Peter Karriere Balecke wurde willkürlich festgenommen im Dezember 2019, angeblich, weil er einer Verwaltungsstrafe nicht nachgekommen ist. Das hat sich zwar aber zufällig nach einer Gerichtsverhandlung, um eben auch den Betroffenen, die das Entschädigungsangebot nicht unmittelbar annehmen, ein Signal zu senden und die auch weiter unter Druck zu setzen. Die Betroffenen lassen sich aber weiterhin nicht entmutigen und nicht unterkriegen und unser gemeinsamer Kampf geht weiter. FIAN International und FIAN Uganda haben zum Beispiel gerade jetzt auch wieder einen Entwurf vorgelegt, um die Frauenrechte in der ugandischen Gesetzgebung massiver zu stärken und damit eben auch die betroffenen Frauen aus dieser Vertreibung zu stärken. Peter hat selbst vor dem Menschenrechtsausschuss einerseits gesagt, dass es eben ein Instrument braucht, um die KleinbäuerInnenrechte zu stärken. Dieses Instrument gibt es inzwischen. Ein weiteres Instrument, das aber dringend notwendig ist, um dafür zu sorgen, dass Menschenrechtsverletzungen, wenn sie passieren, geahndet werden können und Gerechtigkeit wiederhergestellt werden kann. Aber noch viel wichtiger, ein Instrument, das dafür sorgen könnte, dass sie gar nicht erst passieren, wäre ein Lieferkettengesetz. Und das ist eine der Kampagnen, die wir gerade gemeinsam mit anderen Organisationen, mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch mit Gewerkschaften zusammen verfolgen, ist eben die Kampagne für ein Lieferkettengesetz, weil es zurzeit einfach nur unverbindliche Leitlinien gibt, freiwillige Vorgaben beziehungsweise Lippenbekenntnisse von Unternehmen, die sich das dann eben in ihre Leitbilder hineinschreiben, aber es gibt keine handfeste rechtliche Rahmenregelung, wie man die Unternehmen tatsächlich in die Pflicht nehmen kann, dass sie entlang ihrer gesamten Lieferketten, entlang aller Produktionsschritte dafür sorgen müssen, dass Menschenrechte, aber auch arbeitsrechtliche Standards, soziale Absicherung und auch ökologische Standards eingehalten werden müssen. Und da setzen wir uns in der Plattform der Treaty Allianz zusammen mit einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis eben dafür ein, dass es ein Lieferkettengesetz auf nationaler Ebene gibt, aber auch auf europäischer Ebene und auf UN-Ebene ein Abkommen für Unternehmensverantwortung. Die Kampagne heißt Menschenrechte brauchen Gesetze und da läuft eine Petition dazu und da möchte ich Sie, euch sehr herzlich dazu einladen, diese Petition zu unterstützen, zu unterzeichnen und weiter zu verbreiten und euch gemeinsam mit uns allen dafür einzusetzen, dass, dass Menschenrechte auch verbindlich eingehalten werden müssen. Ich stelle es jetzt gleich nachher noch in den Chat, wenn ich dann aus der Bildschirmpräsentation draußen bin. Das war's mal mit dem Vortrag und ich freue mich dann jetzt auf Fragen und eine angeregte Diskussion und bedanke mich schon vorab für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.